Ja, heute gibt es endlich mal wieder eine Weiche. Ja, und Hallöchen, meine Modelleisenbahnfreunde. Ja, heute mal eine neue Folge von Let's Play Miniatur Modelleisenbahn in Spur N. Und heute mit einer Weiche, ne? Rechts, ne? Nee, Linksweiche, so. Unsere zweite Weiche endlich. Und ich bin auch sehr froh. Ja, einmal das. Und ja. Nächste Woche gibt es Gleisschotter und 5 Bäume H78. Wie zu sehen. Und hier nochmal die Weiche. Ja, ich will jetzt nicht lange wieder darum reden, aber ja. Aber ich muss nochmal etwas sagen zur H0. Eigentlich sollte ja morgen die Baureihe 185 kommen. Ja, hat sich dann doch erledigt. Wie es bei mir so üblich ist, ne? Eigentlich hätte ich sie ja morgen, also sie ist da. Sie ist auf meinen Namen reserviert. Aber ich kann sie halt nicht abholen wegen Geldproblemen, ne? Also, fehlt mir nämlich noch ein bisschen Geld und da gab es halt ein bisschen Probleme mit dem Geld. Und da will ich das versuchen, nächste Woche so schnell wie möglich hinzukriegen, damit sie nächste Woche Samstag da ist. Also ich will es versuchen, weil ich möchte es ja auch endlich dringend, also nicht dringend, aber ich möchte es endlich haben für meinen Güterzug. Und ja, gut, wir werden jetzt einfach mal anfangen mit dem Auspacken. So. Ich weiß nicht, ob das ja hier auffällt, aber also diesmal ist es ein bisschen besser geschnitten, das Video. Ein bisschen schärfer. Ich filme euch jetzt mal mit einer anderen Kamera. Ja, ne? Und ich hab's, ja. Mit der kann ich ein bisschen besser schneiden. Ja. Ja, gut. So. In der sächsischen Schweiz. Ach nee, bei Königstein. Da war ich ja auch schon. Schön. Ach ja, doch, den Weg da kenne ich ja. Ach ja, da bin ich auch schon lang gefahren. Schulausflug. Ja, das war schön. Ja, also Klassenfahrt. Heidergeist. Na, geil, VVO, Alter. Taurus mit Doppelstockwagen der VVO. Ich krieg einen Herzinfarkt. Naja, Taurus halt, ne? Oh, geil. Schön. Und die Dampfloks. Aber hier. Oh, geil. Geil, geil. Ist schon wieder mal eine geile Ausgabe. Und die. Naja, ich sag mal Meier. Gelenklok. Meier hört sich, ja, je nachdem. Was ist das Ding? Mit den zwei Zylindern. Was? Ja, was? Virginia. Was für ein Zeichen sein soll? Truckee Nummer 22. Ja, ist. Ja, ist ein hässliches Teil. Muss ich jetzt mal so sagen. Es war Eisenbahn, aber irgendwie. Das soll ein Unzeichen sein, wenn das für ein komisches Unzeichen, weil da steht gerade End. Und, Alter, was ist denn das für ein komisches Unzeichen? Ja, ich muss jetzt sagen, leider hässlich. Das sieht mich ein bisschen komisch aus. Was war denn das für ein Baujahr? 1910. Ja, gut. Ja, Land. USA. Also, mir gefällt er nicht. Der sieht ein bisschen zu, naja, aus, ne? Komisch. So. Hier wird jetzt weitergemacht, ne? Hier hinten jetzt ist schön. Wo ich auch schon fertig bin längst. Dann kommt da was Gerades hoch. Ja. Okay. Gut, ich habe es zwar anders gemacht, aber ist auch eine gute Idee, so wie die es machen. Aber egal. Ich habe es so gemacht. Und dann wird also die Straße vorbereitet. Also hier sieht es ein bisschen unordentlich aus, muss ich jetzt mal sagen. Hier auf dem Bild ganz schön unordentlich. Ach du Scheiße.
Das sah es ja auf dem Poster und in der Werbung besser aus, ne? Ja. Gut, da ist er jetzt besser gemacht. Arme Leute. Ach du Scheiße. Ja, und das war's dann schon mit dem Heft. Und nächste Woche, wie gesagt, der Gleisschotter und die fünf Bäume H78. So, kommen wir jetzt zu unserer Weiche. Unsere endlich zweite Weiche. Und wir brauchen, was weiß ich, wie viele? Ich glaube, drei oder vier, je nachdem. Na, wie sieht es nicht mehr ganz? Eins, warte mal, eins, zwei, drei, glaube ich. Ne, vier, glaube ich doch. So, hier haben wir so das gute Stück. Ob der jetzt scharf steht, ja. So sieht's aus. Details sind auf jeden Fall gut. Ja. Das wär's dann eigentlich auch schon. Mehr gibt's ja nicht. Ja. Steht jetzt hier auch wieder scharf? Oder was ist hier denn? Hallo? Hallo? Ja, jetzt steht er nicht ganz scharf. Jetzt. So. Ja, dann war es halt mit dieser Ausgabe. Das war jetzt Ausgabe 67 unserer SQN. Mal gucken, wann ein neues Video kommt, wann ich weiter, wenn ich weiterbaue. Ich brauche erstmal auf jeden Fall ein neues Zeug, damit ich generell da weiterbauen kann mit dem Berg. Und ja, länger kann ich noch nicht weitermachen. Aber ich denke mal, ich versuche schon mal was zu machen. Und ja, dann hoffe ich, diese Ausgabe hat euch mal wieder gefallen. Und dann sehen wir uns das nächste Mal. Bis dahin, ciao, euer Baureihe 99 32 Freak.